könnte jetzt hier so drei Bögen sein. Der Seite geht's da weiter. Keine Ahnung. Egal, wir gehen da jetzt erstmal rein. Wir überlegen uns das auf dem Weg. Oh, ruckelt. Ist das alles? Okay. Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod der schwarzen Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay, also. Meinen Zauberstab bewegen, das machen wir mal. Oh. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Was soll ich da schweben lassen? Das ganze Ding? Beginnen wir mit dem Basiszauber. Oh, es leckt irgendwie. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Okay. Denken Sie daran. Gut. Gut gemacht. So. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Okay, beginnen Sie. Gut, gut, gut. Das wird ein Kinderspiel. Levioso. Gute Technik. Ich weiß. Dein Bam, Alter, ich mach den richtig kaputt. Den Basiszauber, wenn ihr Gegner unabseits. So. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Wo hab ich ihn eingesteckt? Lol. Okay. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Ravenclaw. Wie viele Danke, denn? Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Wird gemacht, Chef. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut. Sie weiß mehr, oder? Wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Dankeschön.
Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Okay, aber bevor wir Schluss machen, ich möchte jetzt erstmal... Relio. Soll ich mit dir reden? Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Und du? Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Hm? Aha, können wir ihr Büro mal plündern irgendwann? Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Echt? Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Hm, jetzt nicht mehr. Rebellio. Mir gefällt das gut, ehrlich. Gute Arbeit. Okay. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Ich bin übrigens Sebastian Sallow. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Und das nicht mal meiner. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ach, ich habe schon Übungen mit dem Zauberstab. War es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Mhm. Ich höre. Klingt aufregend. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Duelle? Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Okay. Dann bis bald. Dann haben wir jetzt eine coole neue Möglichkeit. Revelio. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Mhm, interessant. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Ich spiele das jetzt schon über 2 Stunden. Kommt mir gar nicht so vor. Das ist alles so toll. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, bin ich. Und ich wüsste immer noch gern, wo die Motte ist. Revelio. Ich hoffe, dass Windwitches jeden Besen zu kaufen. Kann ich das einfach auf den kann ich es nicht wirken. Okay, ich hätte gedacht, ich kann vielleicht auch Schüler fliegen lassen. Nee. Ja, vielleicht. Hm? Oh, Katzi. Katzi, Katzi, Katzi. Hallo. Oh, guck mal. Da bist du ja. Dich haben wir vorher auch schon mal gestreichelt. Seid ihr Freunde? Warte, ich muss die andere auch streicheln. Ich wollte dich nicht zweimal streicheln. Ja, ja, ich weiß. Wo bist du? Da. Ja, du bist ein Feini. Ja. Nur Schnur. So, hier ist ja das Bild, ne? Ist woanders. Wenn man hier durchgeht. Messer. Oh mein Gott. Es ist geil. Es ist voll schön. Revelio. Oh.
sind wieder in der großen Halle. Das ist ein Rundgang. Das ist toll. Guckt euch das einfach an, wie geil das ist. Oh mein Gott, ich wäre hier so gerne zur Schule gegangen, ne? Das ist ja, das ist mehr wie Urlaub als die Schule, ehrlich. Und ganz ehrlich, auch wenn es nur ein Jahr wäre, ne? Ich würde es einfach so nutzen. Rebellio. Nicht? Okay. Rebellio. Aber hübsch hier. Oh mein Gott, es ist einfach so, du machst eine Tür auf und du kommst einfach wieder an so einen krassen Ort, ne? Ihr Maul, hat dir der Spaten erlaubt, in eben jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Pete, okay. Ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui. Das zahle ich dir heim. Okay. Deine Bücher wollt sie nicht wieder aufsammeln? Rebellio. Angesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Okay. Kommt man nicht rein? Ja, also könnten wir es so oder so nicht dahin, auch wenn wir wollten. Ach so, weil das ist die Jungenabteilung gewesen. Oh, robuste Duellierhandschuhe. Ja, das war fein. Rebellio. Ist sonst nichts, ne? Kann man denn. Wie schön, dass Sie an mir vorbeischreiten. Lumos. Kommen Sie doch bitte einmal im Jahr vorbei. Oder zweimal. Ja, mache ich gerne. Rebellio. Das ist alles so krass. Lächeln der Schlacksige. Diese Statue stellt den Zauberer Lächeln der Schlacksige dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der stolz auf sich scheint. Hä? Der sehr stolz auf sich scheint. Achso. Niemand weiß wofür. Okay. Aber ich nenne es einfach auch stolz auf sich. Und will es halt machen. Rebellion. Karte von Aggleshire. Auf dieser Karte ist Aggleshire abgebildet, eine Region in Schottland, zu der die Hebriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hebridendrachen. Okay. Was willst du? Ich muss damit was tun. Lumos. Leicht. Warum ziehe ich da oben hin? Lumos. Mhm. Leviosa. Rebellio. Oh, das ist ja cool. Aber warum sind die gleichen Porträts hier mehrfach? Treten? Hä? Rebellio. Ich
Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Die Sammlung Gestirn Blau. Oh. Sind wir da gerade oben rausgekommen? Irgendwo? Hier? Nein. Aber irgendwo sind sie rausgekommen gerade. Baruffio Porträt. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Baruffio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich dann auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Revelio. Oh, Pieps, hallo. Kann ich mit dem irgendwas machen? Ja, kann ich nicht. Oh, noch eine Katze, guck mal. Ein Feini. Miau, miau. Ja, da kommen wir immer noch nicht rein, glaube ich. Was haben Sie jetzt vor? Einer weiß es. Oh. Oh, oh. Fucking F. Ich glaube, das ist der Ort, an den ich nicht unbedingt wollte. Ist das jetzt eine Rechenaufgabe oder nicht? Ich check das nicht so ganz. Oder müssen wir... Nein. Das kann nicht sein. Minus und das Plus? Ich kann auch nicht sagen. Ich weiß echt nicht, wie das gerechnet werden soll. Das ist ja bestimmt eine Rechenaufgabe, aber ich check's nicht. Ja, Leute, ich habe langsam das Gefühl, wir haben uns ein bisschen verirrt. Oh. Was? Revelio. Stundengläser mit Hauspunkten. Diese großen verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphire und Smaragde enthalten, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Okay. Wir haben noch nicht viele, weil das Studio hat gerade angefangen. Gott, das ist einfach viel zu groß. Zauberkunst, oh. Ungeheuer! Nichts geht übers Spiel mit Feuer! Okay. Es hat Spaß. Lumos. Kann das sein, dass das irgendwie... Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Muss anders sein. Hier vielleicht? Aha. Ach, jetzt können wir das. Oh mein Gott, okay. Wir lernen neue Dinge. Revelio.
Ein Schloss. Da müssen wir wahrscheinlich alle Humora lernen für. Okay, wo komme ich jetzt hin? Leute, es ist zu groß. Das Schloss ist einfach zu groß. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Oh mein Gott. Heller Wüstenschal. Da hoppe ich wieder. Rebellion. Protego, Lumos. Große Treppe. Blaue Sonnenschutzbrille, okay. Warte mal. Revelio. Ist wieder eine Sonnentruhe? Lechoso. Nicht? Lumos. Protego. Okay, ja, viel mehr können wir noch nicht. Revelio auch nicht, ne? Revelio. Ich weiß echt nicht, wo wir sind und was wir hier eigentlich machen, ehrlich. Ah, wir sind wieder in einer großen Halle. Aber oben, irgendwie. Revelio. Hier nicht. Wahrscheinlich eher hier hoch. Oh, ein Niffler. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Doch, doch. Revelio. Darf ich da hoch? Ja, ne? Handlesemodell. In dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird in voraussichtlich 14 Tagen sterben. Okay. Haben die das hier auch so berücksichtigt, dass hier nur jemand guckt? Hier, ne? Revelio. Modiva Onai. Als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Lehrerkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Mathilda Weasley. Okay. Revelio. Warum lesen wir eigentlich so private Korrespondenz? Ist das so ein Ding hier? Geh ich wieder runter? So. Ist nichts los? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Da hinten eigentlich. Ah, schon wieder ein Rätsel, was ich nicht verstehe. Aber hier kann man zwei Sachen machen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich verstanden. So. Aber. Ah! Und was ist hier? Also plus und plus.
ist 14. Das plus das plus das ist 14. Also. Ist schon richtig, ne? Das ist 4. Ne, 3. Achso, ich habe falsch gerechnet. Das ist der Grund, weil ich hier unten mit 1 angefangen habe. Das ist eine 0. Okay, das ist eine 3. 3 plus, keine Ahnung, plus 2, also es sind 5, dann sind 4. Dann muss das eine 4 sein, dann ist das das, was danach kommt. Das hier, ne? 4, genau, und jetzt 0 plus, keine Ahnung, was plus 1, also muss das eine 3 sein. Das ist dann die Hydra. Ist richtig? Ja, das ist richtig. Also doch addieren, aber ich habe einfach falsch gerechnet, weil ich... Oh mein Gott, weil ich ein bisschen müde bin. Sammlung aktualisiert. 4 oder 6, was? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist ja cool. Oh, warte, ich will diese ganzen Gemälde sehen. Warum sind die hier so weggesperrt? Oh, cool, ja. Ja? Rebellion. Unterrichtsraum Arithmantik. In diesem Unterrichtsraum lernen Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologie. Die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür, auf der Schulbank Mondkälber zu zählen und dabei einzudösen. Okay. Ah, okay. Schalte vorzeitigen Mysterien. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Das ist 0, 1, 2, 3, 4, 5. Also gut, 5 plus 6 sind 11. Dann brauchen wir eine 5. Hä, bin ich dumm? Das sind dann 11. Nee, es sind 6, dann brauche ich eine 6, oder? Leute, sorry, war dann dieser Alligator, ne? So. Ich kann nicht rechnen. Ich bin einfach gerade zu hohl zum Rechnen. Es tut mir sehr leid. Das ist eine 7 plus 0, dann brauchen wir eine 1. Eine 1 ist das Einhorn. So. Eine blaue Sonnenschutzbrille. Pfupa-Statue, okay. Was ist das denn? Revelio. Noch was? Ne. Da ist noch eine Tür. Okay. 5 und 6 sind 11. Dann brauchen wir nur 4. Das ist der Vogel. So. Ja, 13 plus 0, dann brauchen wir eine 5, das ist diese komische Spinne. Oh geil, jetzt kriegen wir die Türen mal auf. Aber vorhin war auch nur immer eins und Ding zum Drehen, ne? Rebellio. Mega cool, Mann, das macht echt Spaß. Sonst gibt's hier nichts, ne? Also ist das gar nicht so versteckt, das ist einfach nur der Klassenraum für Arithmantik. Ich weiß halt echt nicht, was mit diesem komischen Ton ist.